50 Jahre Toyota Corolla, 50 Millionen verkaufte Exemplare. Das erste lief 1966 aus den Fabriken in Japan auf die Straße. Der schlaue Rechner überlegt jetzt ganz kurz und denkt, 1966 ist das erste Corolla-Modell auf die Straße gefahren. Das sind aber mehr als 50 Jahre, stimmt. Das sind 56 Jahre. Wie Toyota auf die 50 Jahre kommt, wissen wir an dieser Stelle auch nicht. Ist auch völlig egal. Der Corolla ist das meistverkaufte Modell von Toyota. Allein in den ersten 10 Jahren haben sich 1 Million Exemplare weltweit verkauft. Das ist einfach mal enorm. Das, was wir hier sehen, ist die 12. Generation des Corolla. Einmal da hinten der Touring Sport, der Kombi, und dann hier der Fünftürer, der Hatchback. Auf den legen wir den Fokus, und weil wir auf den Fokus legen, erkläre ich euch an diesem Modell einfach mal designtechnisch, was die Japaner in der 12. Generation geändert haben. Das auffälligste Merkmal ist wahrscheinlich die Lichtgrafik. Die hat Toyota von unten nach oben geholt und hat eine Art Lidstrich daraus gemacht. Das gibt der Front so ein bisschen was Böses, was Bissiges, insoweit man bei einem Corolla von böse und bissig sprechen kann. Geändert wurde auch die Kühlergrillgrafik. Die ist bei jedem Corolla-Modell unterschiedlich, und es gibt eine neue, in diesem Fall verchromte Einfassung für den Nebelscheinwerfer. Mehr ist es nicht. Das sieht man vor allen Dingen in der Seitenlinie. Hier hat Toyota nämlich im Vergleich zum Vorgängermodell nichts verändert. Das Einzige, was Neues, ist das Felgendesign für die 12. Generation. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Und die Begründung von Toyota ist die, dass sie gesagt haben, unsere Kundschaft mochte das Auto so, wie es ist. Deswegen haben wir es so belassen. Das zeigt sich dann übrigens auch am Heck, wo nur ganz, ganz, ganz feine Veränderungen vorgenommen wurden. Die Designer haben ein bisschen mit den LEDs gespielt in den Heckleuchten. Die Grafik an sich ist so geblieben. Man hat den Schweller hier unten ein bisschen verändert, hat ihm designmäßig eine Chromspange gegeben, um das einzufassen. Aber wenn man nicht ganz genau hinguckt, würde ich denken, im Vergleich zum Vorgängermodell ist es sehr, sehr, sehr schwierig, einen Unterschied zu erkennen. Aber jetzt lasst uns noch mal ganz kurz in den Kofferraum vom Fünftürer gucken. Da gibt es nämlich 361 Liter Stauraum. Wenn die Rückbank im Verhältnis 60 zu 40 umgelegt ist, gibt es 1052 Liter Stauraum. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist eine ziemlich tiefe Ladekante hier und eine Kante an der Rückbank, was das Einschieben von längeren Gegenständen einfach ein bisschen beschwerlich macht. Ganz ehrlich, das ist ja dann eigentlich auch der Unterschied zum Touring Sport, also zum Kombi. Müssen wir den zeigen? Natürlich zeigen wir euch den Kofferraum vom TS, vom Kombi, denn Leute, die zuladen wollen, werden hier glücklicher als beim Hatchback. 596 Liter Stauraum, normal, beide Rücklehnen umgeklappt, im Verhältnis 60 zu 40, 1606 Liter Stauraum. Und was besonders schön ist, wir haben eine plane Ladefläche. Das Einladen von längeren Gegenständen dürfte problemlos sein, und keine Ladekante. Ach so, und noch was hier drunter. Wer aufs Reserverad verzichtet, findet den Platz für die vielen kleinen Dinge, die man meistens nicht braucht und die dann einfach verschwinden müssen im Kofferraum. Lass uns doch nochmal auf die Rückbank setzen vom Toyota Corolla. Ein Raumwunder ist der kompakte nicht, aber das ist ein Golf auch nicht. 4,37 Meter Länge ist ja auch nicht allzu groß. Allerdings, ganz ehrlich, also wenn ich mit meinen 1,73 hier hinten sitze und der Sitz auf meine Größe vorne eingestellt ist, mag es gehen. Aber wenn dort jemand sitzt, der über 1,80 ist, wird es hier hinten verdammt eng. Und auch was die Kopffreiheit betrifft,
größer als 1,85 möchte ich hier hinten nicht sein. Und was ich richtig blöd finde, ist, dass der Türwinkel extrem steil ist. Also man kommt beim Ein- und Aussteigen nicht so richtig gut rein oder raus. Da muss man sich ganz schön eindrehen. Aber ansonsten ist halt ein Kompaktwagen. Und im Stationwagen? Muss eigentlich genauso, oder? Im Touring Sports gibt's auf der zweiten Reihe wesentlich mehr Platz, wie man deutlich sieht. Das sitzt sich hier wesentlich angenehmer als im Fünftürer. Ist eben dann doch ein Kombi. Das Einzige, was nicht so toll ist, ist die Kopffreiheit. Also da unterscheiden sich beide Modelle nicht allzu sehr voneinander. Aber wenn ich über 1,73 groß bin, selbst 1,85, würde ich hier lieber sitzen als im Fünftürer. Und falls euch noch was auffällt, guckt mal hier. Die roten Ziernähte, die gab es vorhin im Fünftürer auch nicht, liegt einfach daran, dass sich das hier um eine andere Ausstattungslinie handelt. Das ist nämlich ein sportlicher GR. Und jetzt noch einmal ein schöner Blick ins Cockpit rein. Aber wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt erstmal den Fünftürer. Wo Toyota wirklich richtig nachgelegt hat beim Corolla, ist beim Innenleben. Die haben richtig feine Materialien verwendet. Die haben geschäumte Plastik oben auf dem Dashboard. Fasst kein Mensch an, aber wer es möchte, wer das Dashboard mal streicheln möchte, der kann das machen und wird Spaß daran haben. Wir haben ein Lederlenkrad, das sich sehr schön anfasst. Wir haben eine Tastenbelegung am Lenkrad, die haptisch sehr schön ist und auch berührungstechnisch. Also das Material, die Plastik, die hier verarbeitet ist, fasst sich wirklich richtig gut an. Wir haben, was mich sehr freut, eine Klimaanlage, die sich über Drehregler einstellen lässt mit ganz feinen Rasterpunkten. Und wir haben eine Bedienleiste mit Druckknöpfen, die ebenfalls wunderschön funktionieren für die Klimaanlage, für die Frontscheibenheizung, für die Heckscheibenheizung. Man kann einfach nicht meckern. Auch was die Sitze betrifft, die machen einen sehr guten Eindruck. Man sitzt hier ganz fantastisch drin. Die Seitenwangen könnten ein bisschen straffer sein, aber das ist kein Rennwagen. Insofern muss man nicht pausenlos festgehalten werden. Und insgesamt finde ich das Raumgefühl, anders als auf der Rückbank, hier vorne sehr angenehm. Ich würde jetzt mal den Motor anmachen. Das brummelt jetzt ein bisschen, aber ansonsten kann ich euch die digitalen Instrumente, die Toyota hier verbaut hat, nicht zeigen. Die gehen nämlich sonst nicht an. Da wäre zum Beispiel der 10,5 Zoll große TFT oberhalb der Mittelkonsole. Der ist nicht neu, aber die Software, die dahinter steckt, ist neu. Und Toyota sagt, und es scheint zu stimmen, dass die Tastenbelegung bzw. die Touchscreen-Belegung wesentlich schneller reagiert, als das noch vorher der Fall war. Und tatsächlich, wenn wir hier drauf drücken, geht es extrem flux mit den Wechseln. Alles da, alles schick, funktioniert. Das Bild ist auch in Ordnung, kann man nicht meckern. Im Sichtfeld des Fahrers, direkt vor ihm, ein neues Digitaldisplay, 12,3 Zoll groß, wunderbar ablesbar. Schöne Grafik. Toyota kann übrigens auch noch digital Rundinstrumente darstellen. Das können andere Hersteller nicht mehr. Die bauen jetzt Boomerangs an die Seite. Ach, und übrigens, Toyota zeigt an, bei vollem Tank, und das sind nur 43 Liter, und das ist eben der Vorteil des Vollhybrids, und da denken wir dann auch sofort an einen Diesel, eine Reichweite von 914 Kilometern. Das ist ordentlich. Eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar gibt es eine Schrulligkeit der Japaner, die ich ja anfangs immer doof fand. Aber inzwischen finde ich sie richtig sympathisch. Und das sind die Kippschalter für die Sitzheizung. Die hat Toyota seit dem ersten Modell, seit 50 Jahren mitgenommen. Zucker, oder? Wie versprochen, wollte ich euch ja noch ein bisschen erzählen, wie sich dieser
Corolla fährt. Unser Fünftürer hat vorne den 1,8 Liter Verbrennungsmotor drin. Gekoppelt ist das ganze Ding mit einem Elektromotor. Da haben wir einmal 98 PS über den Verbrenner, 95 PS leistet der E-Motor. Das Ganze bringt laut Toyota eine Systemleistung von 140 PS und die Japaner sagen, das wäre dann auch genau die Leistung, die die meisten deutschen Käufer haben wollen. 140 PS wäre also ausreichend. Ist es sicherlich, allerdings gibt es Freud und Leid in diesem Auto. Die Freud besteht darin, dass das CVT, das E-CVT, das Automatikgetriebe, wirklich angenehm unauffällig arbeitet. Macht es super. Der Motor wird bei Leistungsabruf, wie man es gewohnt ist, etwas rau bei Toyota. Aber das Schlimme ist eigentlich, dass er so ab 100, 110, 120 so ein bisschen Leistungsabfall erlebt. Wo man denkt, naja, wie soll das hier irgendwann noch bis zur Höchstgeschwindigkeit, die bei 180 km/h abgeregelt ist, gehen. Das können wir hier nicht ausprobieren auf Spaniens Straßen. Dann dürfen wir nicht so schnell fahren. Insofern müssen wir das bei späteren Tests rausfinden, wie sich das ausgeht. Was gefällt noch an dem Auto? Das Fahrwerk ist ausgesprochen gut. Spanische Straßen sind nicht immer die besten und die haben ganz viele Bumps hier, also diese großen Geschwindigkeitsregelblöcke auf den Straßen. Die nimmt das Fahrwerk fantastisch, kann man nicht meckern. Was wirklich richtig elend ist, ist die Lenkung. Die ist unglaublich indifferent, sie ist sehr weich und selbst wenn man in die Fahrmodi geht, wir haben drei an der Zahl, wir haben Eco für den sparsamen Verbrauch, wir haben das Normalfahrprogramm und wir haben das Sportprogramm und selbst im Sportprogramm passiert an der Lenkung eigentlich nichts. Die Gasannahme wird ein bisschen direkter. Das Ganze fühlt sich etwas sportlicher an. Das liegt bestimmt auch daran, dass das ein bisschen tonal aufgearbeitet wurde. Also vom Hörgeräusch, rein vom Hörgeräusch, vom Motorengeräusch, mutmaßt man hier dann ein etwas sportlicheres Auto. Und das fühlt sich dann auch ein bisschen mehr nach 140 PS an. Aber es gibt ja noch den 2 Liter. Hier auf der Fahrpräsentation, aber nur im Touring Sport. Und deswegen fahre ich den für euch auch. 2 Liter Verbrenner, 152 PS, gekoppelt an einen Elektromotor, 113 PS. Systemleistung laut Toyota 196 PS. Das sind 8 PS mehr als beim Vorgänger. Und ich will euch jetzt mal was sagen. Man merkt das. Dieses Auto ist wesentlich dynamischer als der 1.8er. Das mag an der GR-Ausstattung liegen, die wir hier gerade fahren, aber es gibt so ein paar kleine Feinheiten, die sind wirklich vom Feinsten. Erstens mal, Ansprechverhalten hängt viel besser am Gas als der 1.8er. Drückt oben raus wesentlich besser nach. In der Endgeschwindigkeit sind es auch nur 180 km/h. Was ich vorhin nicht erwähnt habe, Beschleunigung von 0 auf 100 liegt hier bei der 2-Liter-Maschine bei 7,5 Sekunden. Der 1.8er braucht 9,2 Sekunden, 1,7 Sekunden Unterschied ist jetzt irgendwo marginal, aber es macht einfach mehr Spaß mit diesem Auto zu fahren. Vorhin habe ich euch gesagt, dass mir die Lenkung nicht gefallen hat im Hatchback. Hier im ST, im GR ist die in Ordnung. Es ist jetzt noch keine Porsche-Lenkung oder so, aber das ist wirklich, die ist direkt. Man kann um die Kurve fahren und man weiß, wo man hinfährt, ohne dass sie zu weich wird. Das Auto hat wirklich wesentlich mehr Charme als der Fünftürer. Auch das Fahrwerk ist für mein Dafürhalten, das, was das Popometer jetzt hier so rausfahren kann, etwas straffer. Es ist wirklich, ja, ein sportlich angenehmes Fahren, ohne dass die Karre jetzt hart wird oder ein übelst ins Kreuz schlägt, wenn man hier über die Querfugen rattert. Und es gibt noch was, was ich sehr schön finde. Es gibt Schaltwippen am Lenkrad. Wir sind also wieder Herr der Lage und können selber bestimmen, wann und wo wir die Gänge reinmöbeln. Sehr, sehr schön. Das, was letztendlich aber absolut identisch ist, sind das Infotainment-System und die Sicherheitsassistenten. Deswegen zurück in den Hatchback.
Toyota hat gesagt, wir nehmen Assistenzsysteme in die Grundausstattung rein, die sonst bei anderen Herstellern zugebucht werden müssen. Dazu gehört ein adaptiver Abstandsradar. Dazu gehört ein adaptiver Spurhalteassistent, ein Lenkassistent, ein Bremsassistent. Das sind wirklich ein paar Beigaben, die gibt es beispielsweise bei VW nur für viel Geld. Und auch andere Hersteller lassen sich das teuer bezahlen. Und das Schöne ist, es funktioniert wirklich richtig gut. Gerade beim Spurhalteassistenten, der greift nicht so arg ins Lenkrad, dass man das Gefühl hat, der Nachbar müsse jetzt sozusagen dafür sorgen, dass man die Spur hält, sondern er lenkt sehr sanft ein. Ist eine feine Sache, macht dieses Auto ganz hervorragend. Insofern haben die Japaner an dieser Stelle ganze Arbeit geleistet. Das war es im Großen und Ganzen zu den neuen Toyota Corolla Modellen. Das Einzige, was wir noch nicht geklärt haben, sind die Preise. Einstiegspreis für den Fünftürer 33.340 Euro. Komplettausstattung, alles drin, alles drum, alles dran, 40.740 Euro. Der Touring Sport startet bei 34.540 Euro und im vollen Ornat 42.440 Euro. Das ist eine Menge Holz, aber ganz ehrlich, wenn man sich anguckt, was Toyota in die Einstiegsvarianten an Technik reingepackt hat, an Assistenzsystemen, an Materialien, dann muss man ganz ehrlich zugeben, ist vielleicht gar nicht so viel Geld.